COD 2. Ja, ich schätze mal, das war's mit dem Spiel. Das war ein etwas komischer Schluss, oder? Klicken zum Fortsetzen. Infinity Ward, ja. Es war wirklich das Ende jetzt. Ja. Es war wirklich ein gutes Spiel. Es gleicht COD 1 natürlich noch sehr. Aber es war eigentlich gut. Ja, dann gehen wir doch mal zur Punktevergabe. Ich finde es irgendwie besser als COD 1. Das Ende ist aber sehr scheiße gemacht. Also das so ein plötzliches Ende. Ja, du bist jetzt Corporal, mehr nicht. Ich weiß nicht. Was soll ich denn geben? Ja, die Level sind auch etwas kürzer als in COD 1, glaube ich. Deswegen würde ich mal sagen, gebe ich dem Spiel dieselbe Punktzahl wie COD 1. Das waren, glaube ich, 8,5 Punkte. Also 8,5 Punkte von 10. Und dann würde ich sagen, das Let's Play ist hiermit beendet. Danke an Infinity Ward und ich werde dann den vierten Teil als nächstes Let's Playen. Oder den fünften, aber ich glaube den vierten. Da der dritte Teil nur für Konsolen herausgekommen ist. Und ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem vierten Teil, falls ihr noch schaut. Und auch viel Spaß mit meinen weiteren Let's Plays. Ich lasse euch jetzt mal hier die Credits durchlaufen und sag noch was am Schluss. Also bis dann. Doch, doch, doch.
So, die Credits sind vorbei. Es war wirklich ein tolles Spiel. Hier nochmal die Missionsauswahl. Wir haben das Ganze jetzt auf Soldat abgeschlossen. Ja, deswegen würde ich sagen, danke nochmal an die Entwickler. Und es war... Ja, die Credits waren auch gut. Man hat ja ein Video währenddessen gesehen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann zu Call of Duty 4 wieder. Denn wie gesagt, 3 gibt's nur auf Xbox und sowas, also auf Konsolen, glaube ich. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns zu Call of Duty 4 wieder. Und deswegen ist dieses Let's Play hiermit beendet. Also haut rein!